Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Sondervideo, denn ja, man sieht es bereits in dem Spielernamen. Ich habe euch heute ein kleines Showcase und zwar von der DeepMind AI von AlphaStar. Und zwar ist es so, dass die Jungs ein Paper rausgebracht haben, die Leute von DeepMind. Und zwar, wie sich DeepMind entwickelt hat über das letzte Jahr. Also seit dem Showmatch im Januar hat sich einiges getan. Und DeepMind wurde auch in mehreren Instanzen auf der echten StarCraft 2 Ladder getestet. Ging mehrere Versionen durch und das ist jetzt das ganze Paket an Replays, das die am Ende rausgehauen haben. Es gibt ein Paper dazu, es gibt einen Blogpost dazu von DeepMind. Ich werde beides entsprechend unten im Video verlinken. Und ja, das sind eben die Testläufe, die AlphaStar auf der Ladder unternommen hat. Und das ist von der Final-Version. Also es gibt drei verschiedene Versionen, von denen man Replays hat. Einmal die Supervised, das ist die, die man angeleitet hat nach dem Match im Januar. Daraus hat sich dann AlphaStar mitentwickelt. Das kam dann im, glaube war das im Juli im Einsatz. Und daraus gab es dann eben AlphaStar Final. Das ist die AI, die ich jetzt hier am Start habe, die Replays davon. Und die war dann im August im Test. Wir haben so 30 bis 60 Replays und das pro Rasse gemacht. Das heißt, AlphaStar kann jetzt auch Zerg, Terran und Protoss. Und wir fangen mit Zerg an, weil tatsächlich vom Ranking her ist die AlphaStar Zerg AI am schwächsten eingestuft gewesen. Sind auch schon tatsächlich, der erste Abwandlung ist, dass AlphaStar einfach direkt am Reaper vorbeiläuft, ist ihm komplett egal. Ignoriert den Reaper, aber wird dafür jeden Link verlieren, also versucht einfach irgendwie diese Linie da rauszubringen. Leider, wie man hier unten sieht, da heißt es nur Masterplayer. Das heißt, wer der eigentliche Gegner von AlphaStar in dem Fall war, lässt sich nicht feststellen. Das war irgendjemand auf dem EU-Server. Aber ja, wer genau das war, ziemlich schwer zu sagen. Die Info habe ich leider nicht, das wurde alles anonymisiert. Kann ich leider wenig tun. Ja, wir haben eben die Reaper-Expansion beim Terraner, beim Zerg gegen ihn hat man gesehen, die Linge wurden zwar gebaut, aber sofort abgefarmt vom Reaper. Und die Queen steht aber vorne für die Defense, um den Reaper hier abzuwehren. Also das ist soweit gut von der Positionierung. Reaper bekommt die Scouting-Info für die dritte. Bin generell sehr gespannt, wie AlphaStar die Matches spielt. Hat nur auf 4 Maps gespielt. AlphaStar war nur unterwegs auf Cyber Forest, Kairos Junction, King's Cove und New Repugnancy. Das waren dann auch noch, ja, das... Damals wurden dann die Maps auch noch umgestellt. Und AlphaStar ist dann eben auf denen soweit geblieben. Und da waren eben auch die Vetos mit dabei. Und das, ja, es gibt einige neue Informationen, was sie noch angepasst haben. Und das sind wieder Reaper Scout hier einfach mal mitten rein. Denn AlphaStar wurde weiter limitiert tatsächlich. Zum einen, was die Reaction Time betrifft quasi. Die simulierte Reaction Time. Die haben den Delay noch ein bisschen erhöht. Und sie haben limitiert, wie viele Aktionen AlphaStar simultan machen kann. Wurde auch noch ein bisschen angepasst, also ist jetzt in einem viel, viel menschlicheren Rahmen als das, was man im Januar gesehen hat, wo AlphaStar doch allein durch, ja, mechanische Macht seine Dominanz ausgespielt hat. Und natürlich, das System ist jetzt auch so, wie es eben dann beim Showmatch gegen Mana war. AlphaStar nutzt genauso das Kamerasystem wie wir hier quasi als Observer auch. Das heißt, es muss auch hier mit den Kameraschirmen durch die Gegend springen und dann seine Auswahl machen und dann das irgendwo hinschicken. Also braucht da genauso viele Aktionen und hat da keinen Vorteil mehr. Und ja, hat sich eben AlphaStar in allen drei Rassen in die Grandmaster gekämpft. Aber eben MMR-technisch ist der Zerg, ist die Zerg AI die schwächste, gefolgt von Terran und dann am besten ist Protoss. Das heißt, Protoss werden wir uns als letztes anschauen. Und ich werde hier in diesem Showcase einmal jedes Matchup angehen. Das heißt, wir fangen hier an eben mit ZVT, danach kommt, mal gucken, ZVP und dann noch ein, und dann noch ein ZVZ suchen. Ja, bisher tatsächlich hat sich nicht so viel getan. AlphaStar hier mit einer vierten Basis. 50 Work ist eigentlich doch relativ fleißig, greedy unterwegs. Hat unit-technisch noch nicht allzu viel. Hat einige Queens und schadet auch einen guten Creep-Spread, wie man sieht. Hat die Queens auch immer mit vorne. Wir lassen es jetzt den Viking, sucht nach einem Overlord, aber da gab es nur einen. Ja, auch sonst die ganze Methodik, wie AlphaStar trainiert wurde, ist auch mit aufgelistet in dem Paper auf Nature.com. Das kann ich jedem nur empfehlen. Also zumindest der Interesse dafür hat und sich da mal reinlesen will. Die haben nämlich auch quasi Zusatz-Agents gemacht, die rein Exploiter sind. Also AlphaStar ist durch die Natur, wie das mit der AI funktioniert, die spezialisiert sich sehr, sehr gern. Also sie sucht sich einen Weg und perfektioniert dann diesen Weg. Das heißt quasi, schnappt sich einen Airbild und macht daraus den perfekten Airbild. Problem ist natürlich, dass das dann gewisse Schwächen hat und dagegen dann AlphaStar übel ablust. Und dementsprechend hat da, dass wir den Drop hier gerade sehen, Jones ist keiner da, aber die Queens versuchen zu defenden. Der Overlord geht bisher nur down. Ja, somit hat nämlich das Team von DeepMind Exploiter gebaut, ein bisschen Exploiter-Agents trainiert, die quasi genau darauf auf sind, die Schwäche vom aktuellen AlphaStar-Bild zu finden und das wirklich schamlos ausnutzen, damit AlphaStar lernt, von wegen, guck mal,
in deinem aktuellen Plan ist hier und hier noch eine Schwäche und die musst du erst noch ausmerzen. Und das haben sie sogar in zwei verschiedenen Zeigen gemacht. Das ist einmal den League Exploiter, der quasi die Schwächen der jeweiligen Liga noch extra aussortiert und guckt da eben einen Stresstest zu sein. Und dann gab es eben noch den Strategy Exploiter, der einfach nur da ist, den Bild quasi zu kontern, den Alphas da gerade so hat. Um einfach die ganze AI robuster zu machen und vielseitiger zu machen. So, wir sehen hier Lingrambai auf die dritte Basis. Wird aber defended soweit. Generell Alphastar ist ja mit sehr vielen Lingern unterwegs. Da kommen jetzt nach und nach aber auch Roaches mit dazu. Es sind einige im Bau. Auch Ravager waren direkt gemofft. Bisschen abgetechnisch kommt da das plus 1 Carapace. Wenn das in der Speed-Upgrade schon da ist. Beim Turn sind wir da auch recht übliche Stim und 1-1 Upgrades. Wir haben eine Armory mit dazu für dann die nächsten Upgrades. Und mehr Barracks. Bio-Style wird gespielt. Mal sehen, was Alphas dann als nächstes mit den Roaches und Ravagern vorhat. Natürlich Creepsfeld, muss man sagen, wächst fleißig. Fokus auf Creepsfeld ist ziemlich gut. Es sind noch einige Queens auf dem Feld. Es sind 9 Queens. Also Alphas da hat erkannt, Queens sind eine gute Unit. Welche Überraschung. Und bisher hat sich jetzt außer eben diesen Drop-Versuch noch nicht allzu viel getan. Also es ist ein relativ ruhiges Game. Kann man eben auch sehen, die generellen Wege, die Alphas da geht, expandiert sehr, sehr fleißig. Ist generell economy-technisch auch ordentlich greedy mit 83 Drones hier auf inzwischen 5 Basen und... Er taggt jetzt auch höher, hat sogar Doppel-Upgrades am Laufen, Roach Speed kommt mir dazu ein bisschen später tatsächlich. Und ja, jetzt der Drop hier, hat man ein bisschen creepy-cleared, aber die Zerg Army ist da. Ja, kein Problem. Und ja, es ist wirklich einiges an Creep und wird auch konstant weiter vorwärts geschoben. Und da ist schon die nächste Drone für die nächste Herd schon unterwegs. Also wirklich Expandierungsverhalten von Alphastar, Zerg ist schon mega fleißig. Ich meine, wir haben jetzt den Terran auf 3 Basen, noch keine vierte unterwegs. Der Zerg stellt jetzt hier halt echt eiskalt seine 6. Base. Aber solange hier eben der Terran nicht scoutet danach, klar, kommt Alphastar damit durch und hat in dieser Zeit natürlich eine ziemlich massive Economy. Wie man hier sieht, Gras-Income 1300 und 3300 und Mineral-Income. Also da kommt Geld rein ohne Ende. Dafür baut sich hier der Terran eine Tank-Army auf mit der Bio zusammen, sodass auch eher auf Effektivität zu gehen als auf reine Action. 2-2 lässt leider noch auf sich warten, dafür kommt plus 1 für die Panzer und die Road-Travage-Army der Mitte. Hat sich Alphastar überhaupt... Ihr habt kein Interesse daran, hier aktiv anzugreifen, sondern stellt sie einfach nur parat, hat die Vision hier auf die vierte Basis, auf eine potenzielle vierte Basis. Die Ravage Army steht in der Mitte der Karte, befand sich nicht zu weit weg vom Creepsbed und der auch immer noch weiter vorwärts geschoben wird. Ich finde das sehr spannend, auch so diese kleinen Bewegungen, die es einfach bringen, die Linge besser in Position. Hier drüben doch, die Ravager schauen mal vorbei und haben bei der anderen vierten. Also das ist wirklich nur scouten, welche Basen hat der Turn gerade genommen. Muss ich mir da Sorgen machen. Währenddessen bekommt einfach Star aber einen Drop-Up und das sind die Queens out of position. John Seuss, schön, ist da. Der zweite hat nicht ganz gepasst. Und hier, ja, nochmal John Seuss einfach, dass die Queens ein bisschen länger leben, bis die Roaches dann da sind. Den Drop defenden, der Drop macht ein bisschen Damage. Aber so viel ist es nicht. Dafür, wenn man bedenkt, dass noch sehr, sehr viele Queens da sind. Währenddessen der Turn hat die Basis hier gescoutet und muss jetzt da auch sofort angreifen. Denn einfach Star entwickelt sich rasant, denn da kommt er jetzt Basis Nummer 7. Also es hört hier nicht auf mit den Expansions. Zudem ist der Hive-Tag unterwegs und das zweite Carapace-Upgrade. Zusammen mit auch plus 1 Melee, also kein 2-2, sondern 2-1 dann. Und die ersten Corruptors in dem Bau, um dann die Medivacs loszuwerden. Natürlich dann auch Late-Game-mäßig, der Switch auf Bootlords ist durchaus möglich. Hier läuft ein kleiner Zerg-Trupp an einem Drop vorbei, der stimmt wieder rein. Er könnte jetzt durchaus was anrichten. Die Queen hier alleine, Queen läuft sofort weg. Die Drones werden nicht gepult, es ist erstmal nur die Queen, die sie in Sicherheit tun. Aber wir haben hier noch einen zweiten Bau mit dem Drop hier und da passiert mehr Damage. Die Gebäude hier werden überhaupt nichts und hier geht's einfach auf die Headtree, auf die Drones. Alphastar hat aber 100 davon, also Economy-technisch ist der mega krass aufgestellt, auch wenn er die Headtree verliert. Also die Economy ist nicht so viel schlechter. Es werden jetzt noch ein paar Drones fallen, aber trotzdem, die Economy bleibt weiter stark. Die Roach Army muss jetzt aber erstmal reagieren, ist hier sehr geklumpt unterwegs, währenddessen wird das Viking entsorgt. Und hier der Drop versucht, um eine weitere Hatch zu snipen. Und das könnte auch funktionieren, die Queen ist bereits dran, das ist kein Transfuse möglich. Und tatsächlich der Doppel-Hatch-Snipe gelingt hier dem Terran, hat immer noch den nächsten Drop hier unterwegs. Also macht jetzt hier mehr und mehr Action, einfach da wirklich Schwierigkeiten damit. Aber natürlich hat auch Hatches ohne Ende. Das heißt, ja, aber gut, man sieht, er tatsächlich... Long Distance Mining wird da weiter durchgezogen. Jetzt einmal Drop in the Mine, Drop unten an der dritten Basis. Und der Schaden wird mehr und mehr. Also Alphastar hat zwar Bank, aber die Army ist einfach nicht in der richtigen Position. Und ja, nicht die Reaktion quasi da für die ganzen Drops. Also mehrere Drops machen Schwierigkeiten hier für die AI. Und die Bio prügelt sich nochmal durch den Infestation Pit. Da kommt man Transfuse auf den Corruptor. Die Medics sind weg. Die Marines ballen sie aber nochmal weiter durch. Sehen jetzt auch den Greatest Fire. Auch kriegen die den Greatest Fire. Das wäre ein richtig schönes Sniper und das scheint ja auch zu gelingen. Ja, Greatest Fire geht hier down.
Wo es noch nicht mal ganz fertig, sondern wird einfach nur gesniped. Die Marines werden hier früher oder später ein Ende finden, aber die nächsten Marines sind unten wieder drin. Also der Terran macht hier einen richtig guten Job, macht einfach da ordentlich Probleme. Man sieht auch, die Economy hat jetzt massiv abgenommen. Ist sind runter auf, tatsächlich, da kam gerade ein Schwung an Drones wieder mit rein. Die sind wieder auf 85. Und jetzt waren Ultralisten gebaut. Oh, schöne Cross of Ice hier. Genau die Reichweite noch ausgenutzt, um das alles hier drüben zu snipen. Also das schön mitgerechnet, dass man da noch rankommt. Wenn das in der Turn jetzt aber auch mit Doppel-Expansion merkt, okay, der Sock hat dermaßen viele Basen, ich muss irgendwie ein bisschen mitziehen. Da kommen nochmal 2 Kommandos mehr. Also wir kriegen hier ein Late-Game. Und sehr gespannt, wie einfach das Late-Game spielt. Erstmal Joseph Weiss auf das Command-Center werfen. Die Road-Travager-Army, die hier immer noch unterwegs ist, wird jetzt dann gleich durch Ultras unterstützen. Wir sehen Upgrade-Palette, Kitness-Plating, plus 3 Armor und plus 2 Melee-Attacks. Neue Evolution-Chamber kommt hier noch mit dazu. Für drittes Upgrade wahrscheinlich? Triple-Upgrades? Könnte was werden, wobei das plus 3 Armor gleich da ist. Also so viel. Mal sehen. Die Evolution Chamber, was macht? Und der Spire wird gerade neu gebaut. Ja, und die Terran Army rückt jetzt mal aus, nähert sich auch mehr und mehr dem Max-Out, weiter ein bisschen Bank. Alphas hat sogar ordentlich Bank. Jetzt kommen die Ulis mit dazu, natürlich ohne Abgas. Das sind so viele Siege-Tanks. Große Weiße landen nicht allzu schlecht, aber trotzdem, das reicht nicht, wenn das nur Static Defense gerade gebaut. Mehrere Spore-Crawler interessanterweise. Für Turn dagegen geht es auf 3-3 und plus 2 Attack-Upgrade, wenn das sind einfach die Scans, um mal den ganzen Creep hier zu entsorgen. Einiges jetzt aufgeräumt, die Panzer stehen hier und bewachen diese Base, die Basis hier steht. Und wir sind bei 76 zu 70 Worker. Einfach, da hat doch mächtig Bank. Auch der Turn hier hat einiges an Bank. Und geht eben auch weiter höher mit den Command-Centern. Also das könnte noch ein bisschen dauern. Natürlich, der Zerg hätte jetzt gerne Blue Lords, aber das ist halt leider nicht drin, da der Greater Spire gesniped wurde. Kurz vor der Fertigstellung. Und somit hat jetzt hier tatsächlich der Turn eine gute Möglichkeit, einfach Alpha Star zu pressuren. Sieht man auch, die Panzer werden Stück für Stück nach vorne geschoben. Und der Spire ist immer noch nicht fertig. Das heißt, diese Basis sieht ziemlich tot aus. Man sieht auch, die Army reagiert erstmal gar nicht. Die fühlt sich nicht stark genug. Jetzt noch das Speed-Upgrade für die Ulis. Kitness-Plating ist inzwischen drauf. Und tatsächlich, wir haben das volle Triple-Upgrade, das hier vorstellt. Und hier drüben gehen noch weitere Biotrupps rein, um weitere Basen zu snipen. Da wurden die Drones kurz weggepult. Wenn es die oben gibt, es auch mehr Probleme. Da sterben noch mehr Worker. Und ja, wieder mal die Attacks an mehreren Fronten machen Alphas da Schwierigkeiten. Aber klar, hat eben auch ein menschlicheres Limit, was Aktionen angeht. Das heißt, man kann nicht auf alles direkt irgendwie antworten, wobei eben, es ist keine Absicherung mit Static Defense oder ähnlichem da. Sondern steht seine Basen stehen immer relativ undefended. Expandiert einfach wild weiter. Wegen, ist mir egal, wenn ich 2 Hatcheries verliere, ich baue einfach 2 neue. Damit können wir das Problem auch lösen. Und die Terran Army tatsächlich ist hier sehr genügsam, zieht sich erstmal zurück und rüstet jetzt auch um auf mehr Marauder. Wartet nochmal auf die Upgrades und klärt mehr Creep. Hier drüben hingegen wird der Drop endlich mal aufgeräumt. Sind bei 78, 76. Trotzdem, Bank bei beiden ist vorhanden. Also, das wird hier ein sehr chilliges Late-Game. Und was da expandiert, einfach eiskalt überall hin. Und hier auch. Nimmt halt echt jede Base. Das ist krass. Also, da muss der Turn ordentlich effektiv hier fighten, damit das was wird. Denn das ist hier der Attack nochmal auf die PF, bevor die fertiggestellt wird. Es ging noch einiges an Schaden raus. Die Ulis auch mit ihren Upgrades tanken da einiges weg. Und das wird ein Snipe auf die Planetary Fortress geben. Eine Basis weniger, sagen wir für den Terran. Ein paar ICBs genau noch mit dabei drauf. Die Corruptor haben die Drops nicht ganz mitbekommen. Und hier unten, währenddessen wurde die Hedge zumindest mal gefunden. Und hier wurden die restlichen Basen auch gerade gescoutet durch die Liberator. Also es wird jetzt hier so langsam doch ein bisschen spannend. Mal sehen, wo es weitergeht. Erstmal wird die Basis belagert. Die Basis hier wird jetzt gerade noch frisch neu gebaut. Und die ersten Bruder sind jetzt im Morph. Also einfach, da hat sein Late-Game-Tag. Mal sehen, wie gut er im Late-Game ist. Währenddessen die Basis hier schön evakuiert. Gott. Injects, die Larven. Ist das an allen Hedges? Das ist an allen Hedges so. Der hat an allen Hedges Larven ohne Ende. Wie viele Larven haben wir auf dem Weg? 83. Halleluja, okay. Ja, mit vielen Hedges, vielen Queens kann man auch viel injecten. Ja, kein Problem. Es sind nur noch 4 Queens übrig. Also es wurden nicht mehr so viel nachgebaut. Jetzt geht es eben mehr in die Blue Lord Army. Und hier drüben die nächste Hedge wird angegangen. Hier drüben gibt es Beef mit dem Drop in der Mainbase. Also tatsächlich überall Schwierigkeiten der Terraner. Ist überall am Droppen und macht auch überall Damage. Hat die Hedge hier bereits entsorgt, aber einfach sei es jetzt selber hier einmal am Forwardspreschen, sieht ein weiteres Mal die Basis hier und sieht, okay, die wird nix. Dem Turn geht nämlich auch ein bisschen das Geld aus, wie man sieht. Main und Natural sind nicht mehr so zahlreich. Hier drüben immer noch der Drop. Die Queen gibt ihr Bestes. Da ist eine weitere Queen gestorben. 12 Corruptor werden nochmal gebaut. Und die Corruptor werden hierher geschickt, weil, glaube ich, der Rest der Army auch mit dazu kommt, aber die brauchen ein bisschen länger. Ja, yeah, die Broodlords. Broodlords als Drop-Verteidigung, wie man hier sieht, ist nicht sonderlich sinnvoll. Die brauchen einfach viel zu lange. Ja, Alphas da macht es trotzdem. Investiert jetzt aber auch mehr und mehr Static Defense tatsächlich. 2 Spines, 7 Spores. Es sind auch schon ein paar Spores gestorben. Es sind auch schon 66 Drones gestorben. Es sind nur noch 45 über. Es ist Alphas da. Pumpt jetzt doch die Economy ein bisschen runter und hat jetzt hier mehr eine Army. Versucht hier tatsächlich sich durchzubrechen. Wirft die Corrosive Bites auf die Supply Depots. Die sind auch fast down. Aber die Wand an Panzer plus Liberator ist ein bisschen zu viel gerade.
für die Armee, die Alpha Star hat. Er baut weiter auf viel, viel mehr Broodlord Infestor. Also viel, viel mehr. Es sind 5 weitere Broodlords, nochmal 9 weitere Infestor, Broodlord Corruptor tatsächlich. Gar keine Infestoren, sondern nur die Corruptor und die Broodlords mit dazu. Das ist ordentlich viel schon. 17 Corruptors, 7 Broodlords auf dem Feld. Da kommen 12 Broodlords und dann nochmal eine richtige Wand an Corruptern. Währenddessen die Ground Army ist hier einfach ein bisschen am Zeitschinden, mehr oder weniger. Alphasar Spank wird weniger. Also so gefühlt die Late Game Stärke ist jetzt nicht ganz so vorhanden. Zumal die Economy jetzt auch nicht mehr so wirklich mitspielt, weil alles wird irgendwo hier geblockt. Da wurden Drones gesniped ohne Ende. Und die Ground Army weiß auch nicht mehr so recht, was sie tun soll. Da müssen die Broodlords irgendwie aushelfen. In der Hoffnung, dass die das machen. Aber währenddessen ist die Bio unterwegs. Natürlich. Der Spielstil vom Terran nicht einfach, die Sache ein bisschen auszusitzen gegen Alphastar, funktioniert bisher sehr, sehr gut. Natürlich, das Ultra-Late-Game ist so ein Fall, da weiß man nicht, wie viele Simulationen von Alphastar laufen in so eine Ultra-Late-Game-Situation. Ich habe das Gefühl, es sind nicht so mega viele, aber tatsächlich hat jetzt hier die Konterwaffe gegen die Panzer, nämlich eine riesen Masse am Broodlords, dazu noch die Ravager und das treibt die Terran-Army gerade vor sich. Ich habe die Rest-Terran-Army ist hier unterwegs und die prügelt sich gerade durch alles Zerg. Er räumt da einfach fröhlich durch die Bay und die Panzer sind jetzt hier auch auf der Flucht und die Zerg-Army jagt hinterher. Die Corruptors sind einfach ziemlich unnütz und die Broodlords drehen jetzt einfach um und jetzt kommen wir in eine Base-Trade-Situation? Spannend auf jeden Fall. Die Tanks hier ballern sie nämlich easy durch den Uli und die Ravager durch. Währenddessen sind die Broodlords hier zu stören, mal einen Haufen an STVs. Aber so schnell pushen die hier auch nicht und währenddessen prügelt sich die Bay durch alles, was der Zerg so hat. Und Alphastar, ja, Bank ist fast keine mehr da. Und die Basen, okay, jetzt 13 Drones. Die erst gerade alles aufgeploppt ist. Ja, und hier geht's einfach ran. Und mit der riesen Masse am Broodlords, da sind Liberator mit drin, aber es sind so viele Corruptor mit dabei. Ich denke nicht, dass die Antier das so schnell halten wird. Das sind auch keine Vikings da. Also das wird jetzt ein richtig seltsames Unterfangen, das Game mit den beiden. Denn beide zerstören sich jetzt hier quasi alles Wichtige gegenseitig. Die Bio hier ist völlig durchgesnimmt. Wird das auch wahrscheinlich gelegentlich an den einen oder anderen Brütlingen erinnert. Ja, wobei hier werden die Overlords gejagt, bis überall Panzer, die Hatches werden gesniped, dann dessen hier die Production wird belagert. Mit einem riesen Haufen am Broodlord Corruptor, 31 Corruptor, 15 Broodlords. Der Zerg baut Linge und baut nochmal einen Uli. Die Mainbase tatsächlich wird nicht angegangen hier vom Terraner, sondern das steht einfach gerade so rum. Natürlich, der Turn ist gerade damit beschäftigt, seine eigene Base irgendwie in den Griff zu kriegen. Baut irgendwie Tore, aber die Broodlord Army ist schon durchaus mächtig. Der Tor, der hier spawnt, wird ziemlich unglücklich sein. Man sieht überall rote Punkte auf der Karte. Der Zerg hat economy-technisch fast nichts mehr. 17 Drones zu 40 SCVs. Economy ist bei beiden so ziemlich tot. Der Tor wird sofort gesniped. Hier drüben die Basis läuft ein bisschen. Hier die Basis läuft Reste und hier die Basis könnte man ins Laufen kriegen. Und ja, mal sehen, ob der Turn das irgendwie loskriegt oder ob irgendwie schafft, den Zerg zu killen, bevor es soweit ist. Denn so viele Gebäude hat Alphastar jetzt auch nicht mehr. Es ist noch die Mainbase und diese Basis hier, die baut. Der Rest wird schon ziemlich gesniped. Allerdings die Link-Reinforcements killen so nach und nach die Bio, die hier vorne am Pushen ist. Und währenddessen stirbt hier Stück für Stück die Production weg. Und der Turn, oh, die ganzen Close Files Up war dann nicht gerade mit dabei in diesem Fall. Es sind einfach so viele Broodlords auch. So schwer da durchzukommen. Es sind einfach nicht genügend Touristen, keine Vikings, selbst wenn Vikings da wären. Das ist so eine riesen Flotte an Corruptern. Da kann man nicht viel dagegen machen. Die Turn Production stirbt hier mehr von weg. Das Command Center wird zwar geliftet, aber es hilft gegen so viele Corruptor eben auch nicht. Und die Zerg Army fällt jetzt hier ein, killt nach und nach die Mainbase. Und der Turn fällt ebenfalls hier ein und killt nach und nach die Mainbase. Also das Base Trade. Und da ist nicht mehr viel Zerg. Da ist noch eine Hatchery und die ganze Main. Und die Main wird jetzt von Panzern zerstört. Und die Broodlords kommen im Leben nicht rechtzeitig rüber. Also tatsächlich, der Turn, auch wenn er diesen Fight hier verloren hat, den Krieg wird er wohl gewinnen, so wie es aussieht. Weil ich sehe gerade nicht, wie Alphastar das mal managen will. Da ist ein Drop mit unterwegs, das ist die letzte Edge, die letzten paar Drones. Und hier wird nach und nach einfach alles durchgeräumt. Der Hive, die Uli-Covern, das lebt nicht mehr. Weg Turn hingegen ist weiter am Expandieren. Oh, da auch. Mit Alphastar bald merken, da ist besetzt. Und Alphastar pusht jetzt natürlich weiter. Also wirklich, für den Turn ist es eigentlich weglaufen, bis er soweit mit einem durch ist. Hier wurde zwar die Basis gescoutet, aber... Ja, da ist noch keine Armee in der Gegend und hier die Panzer geben ihr Bestes, um mit allen Gebäuden aufzuräumen. So viele Gebäude, wie gesagt, sind es nicht mehr. Alphastar hat da nur noch weniger. Er gewinnt zwar hier durch die überlegene Armee, aber ihm gehen die Gebäude aus. Bin mir nicht sicher, ob Alphastar das so auf dem Schirm hat. Ja, doch, er pusht schon auf die Basen, die überall sind. Problem ist, die Basis hier, ja, wurde jetzt auch gescoutet. Und prompt drehen sich die Broodlords in die andere Richtung. Also ja, da fehlten einfach die Scouting-Infos. Hat nicht direkt damit gerechnet. So, und hier... Das heißt, wir haben jetzt noch die Hatch und die Hatch ist am Sterben und das macht Alphastar auch gerade und damit tatsächlich endet das in der Base Trap. Der Terraner gewinnt das. Ja, ich glaube, das müsste es gewesen sein, dass das jetzt... Nein, wo haben wir noch ein Gebäude? Irgendwo baut noch was. Der Notfallextraktor. Oh. Also Alphastar hat auch die Notfallextraktoren drauf. Immerhin das. Das ist doch schön. Denn das sind zerstört hier zwar das Command Center, aber hier stehen noch so viele Terran-Gebäude. Und da baut noch ein weiteres und die Panzer kommen hier mit. Oh, die Panzer sind die vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll.
AlphaStar has not rebuilt their base and is being revealed. Das heißt, jetzt weiß der Turn, was abgeht, versucht er nochmal weiter irgendwie Gebäude hinzukriegen. Hier, die Basis kann einfach liften, das heißt, die ist nicht so in Gefahr. Hier gibt es eine neue Base, also das sieht immer noch viel, viel besser aus, gerade für den Turn. Man muss eigentlich nur noch die Extraktoren loswerden, es ist keine Drone mehr da, es wurde alles zu Extraktoren, glaube ich, gebaut. Drei Stück. Und das sind alle drei hier. Das heißt, AlphaStar wird das Ding verlieren. Sehr, sehr interessante Sache auf jeden Fall, wie AlphaStar das gespielt hat. Ja, da ist das was defeated. Bis zum letzten Gebäude ging es hier. Ausgebase-traded. Ja, AlphaStars Plan, Richtung Ultra Blood Rot zu kommen, also der ultimative Late-Game-Army-Tech, hat auch nicht schlecht funktioniert, hat sich sehr gut gehalten. Gut, die Drop-Defense, wie gesagt, die war nicht ganz so spannend. Und auch der Go mit den Lingen am Anfang, mit den vier, nicht sicher, was sie AlphaStar dabei gedacht hat, was der Plan dahinter war. Und ja, der Snipe auf den Greater Spire war wichtig für den Terran. Man hat gesehen, die ultimative Army, die unterwegs war, die war mächtig. Die hat sich durch sehr viel durchgeprügelt. Aber am Ende gingen einfach die Gebäude aus, weil wirklich die Schwierigkeit war, wenn mehrere Attacks reinkommen, ist die Priorisierung für AlphaStar relativ schwierig. Vor allem mit so einer langsamen Army wie Bulots, die halt nicht schnell reagieren kann, weil sie einfach von A nach B eiert und dafür ewig braucht. Und somit tatsächlich verliert AlphaStar das Match hier. Ja, die Zerg AI ist nicht die stärkste von den dreien. Und wir schließen da direkt jetzt an und machen das nächste Matchup, das ZVP, und bin gespannt, was AlphaStar da so treibt. Ich finde das jetzt hier schon sehr interessant zu sehen. Einfach diese, oh, dieses Hard-Commitment auf Broodlord Corruptor ohne Infestoren. Einfach nur Broodlord zum Corruptor, von wegen, mehr brauche ich nicht. Interessante strategische Wahl. Und jetzt sehr gespannt, was gegen den Protoss passiert. Und ja, Neural Pregnancy. Match gegen den Protoss, wie angekündigt, gegen einen Master-Spieler. Auch hier natürlich, ja, ich habe es ja gesagt, es sind alle Replays anonymisiert. Man sieht bei keiner, wer der Spieler war. Vielleicht sehen wir gelegentlich noch ein Match von einem Grandmaster-Spieler. Das kann auch durchaus passieren. Also wo der Gegner quasi Grandmaster ist. Wir haben hier kurz den Probe Scout. Ansonsten gibt es Hedge Gas Pool bei AlphaStar. Pool Placement nach vorne tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie viel AlphaStar über Building Placement nachdenkt. Also ich glaube, AlphaStar Vault als Terran. Und oh, wir kriegen einen Cannon. Okay, das wird auch interessant. Gleich mal die Cheese Defense hier auslöten. Und mal sehen, wie gut AlphaStar dagegen ist. Bisher einfach nur die Drone klebt an der Probe, die Drone klebt am Pylon und guckt, was das Ding gecancelt wird. So, jetzt hier eventuell Gebäude zu blocken. Sieht jetzt auch die Probe auf dem Lowground. Das ist tatsächlich der Commit hier vom Protoss auf einen Cannon Rush. Und natürlich mit Cybernetics Code. Das heißt, das wird diese Robo Immortal Warp Prison Build mit Schildbatterie. So, jetzt ist die Cannon da, jetzt ist die Bedrohung doch gefährlicher, aber der Pool ist da, das heißt, Linge werden gebaut und zwei Drones tatsächlich einfach nur sehr wenig Commitment von AlphaStar auf die Cannons tatsächlich. Ich denke, so wichtig ist mir das jetzt nicht. Ich meine, ich habe meinen Creep. Ich denke, der Terraner würde wahrscheinlich in dem Fall, und die Terraner-AI würde kritisch reagieren, so wie das halt bei den Rassen auch ist. Aber trotzdem hat der Zerg das Problem, wenn natürlich hier eine Robo rankommt und, ja, und da kommt sie eben auch, dann wird das alles sehr unangenehm. Stattdessen gibt es einen Counter-Attack mit den Sechslingen, wie es aussieht. Die rennen mal irgendwo hin. Ne, doch, sie rennen rüber. Hier auch der Scout. Und da ist die Wall nicht dicht. Das könnte wehtun. Da muss der Protoss noch nachlegen. Und da kommt eben die Wand Schildbatterien, Cannons und die Robotics Facility. Und jetzt haben wir hier die erste Queen. AlphaStar scheint das nicht wirklich zu interessieren, was hier abgeht. Hat auch schon lange nicht mehr hier gescoutet. Schickt jetzt einmal die Queen ran. Jetzt wird von sich die Bedrohung eher ein Thema. Wobei, baut immer noch Drones. Finde ich sehr spannend. Währenddessen kommt hier die Wall. Und damit, ja, okay, die Linge versuchten sie an die Rückseite anzuschleichen, versuchten die Probe zu erwischen. Hat aber nicht ganz funktioniert. Ja, die Robo macht Fortschritte. Nächste Cannon ist online, nochmal ein Pylon mit dazu. Overlord muss abdrehen. Und jetzt AlphaStar Cheese Defense. Sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Bisher tatsächlich sehr entspannt. Droned halt eiskalt immer noch. Speedup geht unterwegs, aber ansonsten Drones. Hat AlphaStar die Robo gar nicht gesehen? Nee, hat die Robo nicht gesehen. Nicht sicher, ob das wirklich ein wichtiger Einfluss dafür wäre. Stattdessen wird hier einfach Economy hin und her geschoben. Und jetzt ist der erste Immo gleich da. Mal gucken, ob es dann eine Reaktion gibt, wenn das erste Immo-Feuer losgeht. Währenddessen sind die Linge noch hier drüben, aber wir merken, die kommen hier nicht rein. Da ist eine Cannon auf dem Highground. Und ja, jetzt geht's los mit dem Immortal. Da ist eine Queen da. Es sind zwei Queens da. Ich denke, wir werden versuchen, sich damit anzulegen. Da gibt es auch mal einen Spawn-Fall, um die Drone zu safen. Gelingt aber leider nicht. Und ja, der Mortal fängt jetzt an, sich hier durchzuprügeln. Wenn das ist, das Warp Prism unterwegs. Und AlphaStar immer noch. Es baut jetzt Spawncrawler tatsächlich. Baut zwei Spawncrawler. Ansonsten einfach mehr Drones. Und nochmal eine Queen mit dazu. Also, I don't know. Ich finde das
interessant, was hier passiert. Jetzt kommt ein Roadtroll mit dazu. Aber erstmal der Immortal macht Schwierigkeiten. Jetzt mal Speedlinge blättern nicht ran. Natürlich, man kann hier nicht so weit reinbauen, dank des Creeps. Aber ja, Fokus auf jeden Fall auf das Warpulsen. Der wichtigere Part, die Drones wurden zwar gesetzt, ich meine, Alphas hat dermaßen viele Drones gebaut. Wenn er davon jetzt mal 15 verliert, ist es gar nicht mal so wild für ihn. Der Protoss ist immer noch auf One-Base. Und das weiß Alphas da auch, hat den Overlord da an der Ecke. Und ja, es ist einfach wirklich so, das Wichtige tatsächlich ist gerade das Warpulsen zu bekommen. Mit dem Investment in die Spore-Crawler, die Queens hier das Warpulsen fokussieren. Die Mortis werden relativ größtenteils ignoriert, was ich sehr spannend finde. Ja, stattdessen gibt es hier wieder Linge rausgesandt als Counter-Attack. Also Alphas da hat überhaupt nicht die Absicht hier mit der ganzen Spaß hier zu kämpfen. Droned einfach nochmal weiter, hatten wir zwei weitere Hatches. Hat zwei weitere Hatches, hier denkt sich, ja, ich habe jetzt hier eine Wandern-Queen, sondern Natural Jets, mach du mal was. Weil du kannst nicht so weit weg von deinen Schildbatteln. Der Plan ist gar nicht mal blöd, wenn man drüber nachdenkt. Unten viele Queens vorbereitet. Und jetzt kann man eben quasi an der Natural fighten, wo keine Schildbatterien sind, nicht mehr so einfach. Was es dem Protoss schwieriger macht. Und hier drüben immer noch Counter-Attack und weg, Scout auf, ob dann die Natural kommt. Aber da ist immer noch Wall und ja, Protoss ist immer noch eiskalt One-Base. Wenn das ein Alpha-Star macht, putzt sich hier einfach fröhlich da einen hoch. Und lässt sich von nichts stören. Auch wenn er jetzt hier die Natural verlieren sollte. Ich meine, die Maple steht sogar noch. Bin ich mal tot, die Natural ist gefokust. Noch keine Transuses auf die Hatchery, stattdessen Fokus auf die einzelnen Einheiten auf das Warpwissen vor allem, da ist auch ein bisschen Creep da, ein Natural wird fallen, Immortals werden weniger, werden nach und nach bespuckt, die Queens geben sich größte Mühe, die Drones werden jetzt weggezogen an die dritte und hier spawnen jetzt die ersten Karoches und der Protoss versucht sie immer noch Eisen durchzuprügeln, baut mehr und mehr Immortals, die Immortalwand ist wirklich stark. Eine Immortal hat Schaden genommen, die Queens stehen noch hier, da ist der, ja, der Roachspawn leidet jetzt so langsam. Es sind Roaches und Ravager mit dabei. Und Crossbys werden auch gesetzt. Alphastar hat jetzt zwei neue Basen. Das ist so lächerlich. Das sieht so lächerlich aus. Was dieses I don't care. Mach doch du, was du willst. Also das ist wahrlich ein eigenwilliges Game. Doch, hier werden nochmal ein paar Drones gejagt. Wieder der Versuch an Warp Prism Plus und Immortals hier ranzukommen. Der Roachhorn könnte gesniped werden und ja, es gibt davon eine weitere. Alphastar expandiert einfach weg von dem Problem. Interessiert ihn nicht. Mal zwei Roaches. Ja, ich meine, bei der Wand an 5 Immortals, 6 Immortal im Bau, klar, dass da wirklich alles durchbrückelt. Und im Protoss geht aber so langsam natürlich hier die Economy aus. Hat immer noch One Base. Also das Hard Commitment hier auf das One Basing gegen den Zerg, der hier quasi sich eine neue dritte baut. Alphastar hat auf jeden Fall einiges verloren. Ich meine, man sieht es hier 3100 zu 50, aber er meint halt auch immer noch eiskalt mehr. Jetzt haben wir momentan nur Minerals, aber baut auch Linge, baut nochmal eine Hatch. Das ist ein richtig kurioser Spielstand. Das ist... Okay, jetzt gehen die Mortals an die dritte rein und Swapperson wird hier mal gefokust. Und das gibt sich wirklich Mühe, das hier möglichst viel Damage zu machen, aber er wird das auch gleich sehen. Okay, da ist nochmal eine Base. Und er wüsste, dass da gleich nochmal eine Base muss. Da ist auch ein Spore-Crawler mit dabei. Einfach um das Warpism loszuwerden. Weil das Warpism ist wichtig. Und das hat nur noch 7 Hitpoints. Das hat es jetzt relativ schwierig, um da noch was zu machen. Da wird ein neues Warpism. Das ist auch ein Star. Auch der Protoss ist natürlich nicht mehr der besten Ausfindung. Die Immortals standen ja schon viel zu lange untätig rum. Aber trauen sich natürlich alleine auch nicht wirklich zu fighten. Und einfach hat jetzt seine dritte Basis wieder ready. Baut schon wieder neue Queens. 3 Queens auf einmal als Mineral Only quasi. Und baut jetzt nur noch Linge und Queens, um sich gegen die Immortals zu Wehr zu setzen. Und gegen die Warpulsen, falls die mit dazukommen sollten. Also tatsächlich. Und der Plan hält. Der Plan geht auf. Weil ich sehe gerade nicht, wie der Protoss das langfristig managen will. Er bricht da einfach nicht durch. Das Warpulsen hier ist mega angeschlagen. Aber kann nochmal ausladen, kann nochmal austeilen. Also jetzt wieder an mehreren von. Okay, jetzt kommt die spannende Expansion auch vom Protoss. Was ist dieses Game? Okay, da geht da ein Mortal mal down, weil das Warp ist mir einfach zu low. Das heißt, es kann sich nicht wirklich leisten, die Mortals einzuladen. Und somit werden die beiden gesniped. Man sieht es im Supply. 50 zu 93. Dieser Plan von Alphastar einfach, um Problem weg zu expandieren, funktioniert irgendwo. Es werden neue Mortals gebaut. Es kommt der neue Nexus für den Protoss. Er kann auch seine Probes rüber recallen, wenn er dann hier kein Mining mehr hat. Und hier die Demos waren jetzt ja einmal durchgestaffelt gegen die Linge. Aber das ist halt so eine Wand an Queens. Das heißt, Transuse ist ohnehin 13 Queens auf der Welt. Es werden noch mehr Queens gebaut. Alphastar baut einfach eine Queen-Party. Und er creeps-battet auch nicht, sondern er wirklich nur ist nicht zum Fighten da.
Das sind die Mortals, geben sich die größte Mühe gegen diese Sorgami. Versuchen sie doch Einheit um Einheit durchzuprügeln. Dingen wieder mit dabei. Alpha Star schickt Marion Force und dran, schickt die ganze Armee hier ran. Und man sieht es auch, die Emos haben Schwierigkeiten. Das Warp-Prism alleine reicht nicht. Cross Spice war nochmal irgendwie gedodged, aber trotzdem. Es braucht dringend hier die Schildbatterie. Vor allem die oben eigentlich noch mit dazu. Die haben nicht alle volle Energie, wurden nur noch nicht genutzt. Der Protoss hier weiter am Drücker. Zweite Robo mit dazu. Jetzt Dark mit der Recall auf die Probes. Aber nicht alle, sondern nur ein Teil, damit eben hier das Mining weiterläuft. Aber trotzdem Alpha Star mit 100 Supply. Droned, er droned schon wieder. Wirklich so, ja, okay, Bedrohung überstanden. So wichtig bist du mir jetzt auch nicht mehr. Ich drone jetzt einfach wieder. Baut noch mehr. Also Queen-Anzahl ist schon 17 Queens sind hier auf dem Feld. Und der mal Lust hat zu Creepspreaden, dann ist halt sofort die ganze Karte voll. Da kommen noch mehr Queens. Also man sieht sie auch, die Wand an Queens, die hier etwa steht. Und das sind noch nicht mal alle. Da stehen, glaube ich, noch mehr hier irgendwo rum. Da ist noch eine Queen, da ist keine gerade. Okay, das waren tatsächlich die Queens direkt mit nach vorne gezogen, so ziemlich. Und einfach Transfuses für die Ewigkeit. Und die Mortal DPS, der Mortal Damage reicht nicht, um eine Einheit zu snipen, bevor der Transfuse durchkommt. Das ist ein großes Problem hier für den Protoss. Und man sieht es auch, der Creepspread ist am Wachsen. Jetzt kommt ein neuer Roachhorn, weil der hier nämlich geplatzt ist. Der stand hier die ganze Zeit ohne Creep. Der ist weggestorben. Ja, die Mortal-Wand bewegt sich wieder. Mehr Mortals werden gemordet. Das Hardcommitten auch vom Protoss. Also das ist richtig interessantes Mono-Battle. Queens vs. Immortal. Wobei jetzt ein paar Linge und Roaches natürlich auch mit drin. Aber hauptsächlich hier die Mortals beim Protoss und beim Zerg halt, was auch immer diese Armee ist. Aber sie funktioniert wohl irgendwie. Ja, da geht man wieder nochmal eine Queen down. Die Schipper hat jetzt hier direkt am Mitfighten. Das ist ein Fight, den Alpha Star nicht wirklich eingehen kann. Zieht sich da auch lieber erstmal zurück. Außerhalb des Schildbatterien fighten ist dann doch der sinnvollere Move. Solange die alle so viel Energie haben, geht da nicht wirklich viel. Und da oben steht halt immer noch so viel Investment in Schildbatterien. Zweitens, da wird sich Oblast weggezogen. Und da kommt eine Robotic Spray mit dazu für den Protoss. Und ja, die Queens natürlich haben jetzt Schwierigkeiten, aber sie snipen sofort das Warp. Das nimmt zumindest mal die Jongliererei ein Ende. Er hat dafür aber auch mehrere Queens verloren. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Die Mortals machen jetzt hier noch einen guten Job. Jetzt mit der Masse Plus Observer jetzt hier noch mit dazu für die Vision. Das sieht nicht mehr so schlecht aus, tatsächlich für den Protoss. Das Supply klettert in die Höhe. Der Tech geht weiter. Und Alpha Star kriegt eben die Mortals nicht gecrushed. Und jetzt aber wieder Roaches und Ravagers, wo das Geld wieder dafür da ist. Und die dritte Basis läuft natürlich aus. Es ist immer noch economy-technisch eigentlich voll in Ordnung. Der neue Layer-Tag steht hier auch. Die Queens, sie wandern tatsächlich, ich finde es sehr in die Natural rein. So, und jetzt gibt es Disruptor mit dazu. Das ist Burst Damage. Dem kann man natürlich einiges anfangen. Neues Warp Prism auch mit am Start. Und die Mortal Wand versucht hier weiter zu fighten. Dieser hat den Creep mal rausgenommen. Das ist ein wildes und her. 12 Minuten jetzt schon. Sehr eigenwilliges Game. Ich denke mal, Alpha wird bald wieder expandieren, könnte ich mir vorstellen. Ja. Basis Nummer 4. Das ist wirklich auch spannend. Das Expansionsverhalten ist sehr, sehr mutig. Dann wirklich zügig die neuen Basen an den Start zu kriegen. Und ja, Protoss hier. Die Main Base hält nicht mehr lange. Nun wurden nochmal Props nachgebaut. Das sind bei 60 zu. Oh mein Gott! Ja gut, so kann man das Ding auch verlieren. Schauen wir uns nochmal genauer an, weil das war ein übler Hit in die Roaches und Vervagy. Wie viel hat das gekillt? So, da ist der Disruptor, müsste das gewesen sein. 0 Kills hat er hier. Da kommt die Kugel. Wie? 9 Kills. Das waren, glaube ich, locker 4 Vervagy und 5 Roaches. Das war ein Value-Shot. Aber den braucht ihr auch, weil der Zerg hat hier doch einiges. Da sieht man wieder das Problem ohne Creep, aber die Queens und Stews sind wie verrückt. Die Roaches übrigens auch noch immer ohne Speed-Upgrade, wie einem gerade so auffällt. Das Raptor kann wieder feuern. Auf die Queens feuern ist eigentlich nicht so hilfreich. Die nehmen halt Damage, aber sie überleben das. Hier die Basis kommt und Zerg orientiert sich ein bisschen um. Wie man sieht, die Linke war mal weggeschickt. Da kommt einmal die Kuh. Tatsächlich, das Raptor für Alpha Star ist so überhaupt kein Thema. Achtet überhaupt nicht drauf, bis sie sehen. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt drin hat. Sucht auf mir bisher nicht wirklich versucht, die Dinger zu dodgen. Jetzt erstmal der Scout auf weitere Proto-Spaces. Ob da noch irgendwas ist. Und gegen die eine Cannon hat zwei Cannons plus Schildbatterie. Ja, man sieht, dass hier eben keine Natural, keine dritte ist. Und dass alles Protoss Economy Desic hier steht. Da kommt wieder die Punkte, die jetzt ein bisschen versucht zu dodgen, aber war nur halbwegs erfolgreich. Hat seinen Disruptor bekommen, aber auch wieder sehr viele Roaches und Ravage verloren. Aber es kommt hier ein sehr wichtiger Tag, nämlich die Mutas. Auch wenn das Gas in Kampf noch nicht so toll ist, da fehlt noch ein Gas. Und das Nilinge splitten sich hier. Haben die Basen weiter im Blick. Ja, Mutalisken. Konnte natürlich alles, was aus der Robo kommt. Aus der Robo hat nichts Anti-Air. Wird auch gehen. Die Corruptor wird er nicht bauen. Könnte ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall, der Spire wäre fertig. Es wurde noch kein Muta gebaut.
noch weiter Linge und Roaches. Also tatsächlich, der Protoss prügelt sich immer noch weiter vorwärts. Man hat wirklich so das Gefühl, je länger das Spiel geht, desto schwächer wird AlphaStar. Der Plan am Anfang einfach das ganze Problem gekonnt zu ignorieren, noch ganz ordentlich. Jetzt allerdings bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, was der AlphaStar-Plan ist. Weiß AlphaStar von dieser Base hier eigentlich? Ne, Nexus direkt hat er nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er sich das... Ich weiß nicht, wie sehr gut AlphaStar im Predikten ist, wo Basen stehen könnten. Es macht nämlich nicht den Eindruck, dass AlphaStar das prediktet, sondern eher, dass AlphaStar sich da rein auf Scouting verlässt und jetzt auch der Protoss mit einem Proxy-Base. AlphaStar hat zwar einen fertigen Spire, aber nichts draus gemacht. Ich habe keinen einzigen Mutant. Ja, die Immortal-Wand und die Disruptor-Wand läuft weiter. Natürlich, wenn man genügend Einheiten hat, kann man auch die Disruptors snipen, bevor sie Kugeln rauskriegen. Das würde ja auch funktionieren. Roachron ist jetzt erstmal tot, das heißt, keine weiteren Roaches wird es hier geben. Ein Ravager kommt von der Seite, die Protoss-Armee jetzt auch mit Kolossen mit drin. Ein paar Linge rennen dran, Kugeln kommen auf die Queens. Die Queens aber tanken das, wie gesagt, ziemlich gut durch. Es kommen ziemlich genügend Disruptor-Kugeln, jetzt die Disruptor-Kugeln, aber da kommt doch der Dodge. Da kommt der Dive über den Kolossen. Der Fight sieht doch gut aus für AlphaStar. Mit der Flanke hier auf die Corrosive-Bites, die auf die Immortals, weil die Disruptor gerade eh nicht mehr schießen können. Das heißt, das kann ignorieren, das macht es sehr, sehr gut. Und da prügelt sich AlphaStar durch diesen Fight durch. Und jetzt hat der Protoss ein dickes Problem. Er hat immer noch die Schildbatterien hier, die ihn irgendwie am Leben halten. Aber AlphaStar wird in dem Fall jetzt in der dominanten Position. Hat sie den Nexus gesehen, aber hat den Fight gecrushed und damit... Wie viele Immortals sind eigentlich schon gestorben? 12 Immortals, 3 Disruptor, 25 Downs, die ganzen Gebäude, 120 Linge, 40 Roaches. Probe hier nochmal unterwegs. Jetzt haben wir noch ein paar Linge auf der Karte. Und AlphaStar wird jetzt auch aggressiver und aggressiver. Muss aber immer noch aufpassen, Disruptor-Kugeln sind immer noch ein Thema. Und mehr Kolosse tatsächlich. Oder halt 3 Kolosse hier. Aber, glaube ich, ohne Range? Ja, Kolosse ohne Range. Die jagt einfach jetzt hier auf den Disruptor. Sehr fies. Und die Roaches laufen einfach unter den Kolossen durch. Das ist auch ein sehr kurioser Fight hier. Und nicht sicher, was... Da ist da gerade noch die Schildbatterie, glaube ich, gestorben. Nicht sicher, was da gestorben ist. Auf jeden Fall. Oder was, der Disruptor? Ne, der war noch Schildbatterien. Wir haben das Ding aufgeladen. Die Kolosse, die machen einen relativ guten Job. Werden auch hier dringend benötigt. Das Range-Upgrade wäre hilfreich. Hier nochmal, Kugel geht rein. Queens sind low. Queens könnten jetzt gegrillt werden durch die Klasse. Aber da ist die Transuse-Wand. Wirklich, die Masse an Queens macht hier so viel Arbeit für AlphaStar. Es werden mehr Einheiten. Und jetzt kommt Corruptor tatsächlich. Der Spire dann doch ein guter Plan. Plus 1 Air-Weapons und dann eben die Corruptor gegen die Kolosse. Von denen es jetzt doch wieder nochmal einer mehr geworden ist. Nochmal eine... Auch das Hard-Commitment vom Protoss hier. Welche Protoss spielt das so? Ich bin mir nicht sicher. Und hier mal die Probe hat sich mal da durchgescannt und gesehen, oh, das sind 2 weitere Bases. Da muss ich irgendwie was machen. Da sollen wahrscheinlich Schildbatterien rankommen, dass man hier fighten kann. Ja, das ist hier, ja, der Tech so ziemlich, oder das, die Ressourcen sind ziemlich aufgebraucht. Entsprechend neue Basen werden rangebracht. 100 Supply Vorsprung, ja, das Game läuft noch immer nach 16 Minuten. Corrupt ist jetzt mit auf dem Feld. Was für ein wildes Game mit den beiden. Also das ist ja wirklich... So ein Game habe ich auch, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist ein Unikat. Ich glaube, ich muss doch noch mehr... Vielleicht machen wir einfach noch mal ein paar Zusatzgras mit AlphaStar Replay, selber zu gucken, was da noch alles in dem Verbund mit drin ist. Von den ganzen. Also, dass ich nach diesem Showcase noch mal weitere AlphaStar-Videos mache, einfach mit den restlichen Replays. Weil wenn da noch mehr solches Zeug mit dabei ist, dann wird das richtig unterhaltsam. Weil das ist schon wild hier. Das ist richtig wild. Was da nähert sich dem Max-Out, hat jetzt dann auch Bank 58, 38 in den Workern. Der Olaf chillt hier halt seit gefühlten Jahren. Und Koloss Run by, wer kennt das nicht? 17 Minuten Koloss Run by. Und fast kann man das Ding raus recallen. Einfach ein paar Drones snipen. Weil so viele sind es hier noch gar nicht. Ja, es macht schon einiges an Damage. Und wie gesagt, die Kolosse einfach notfalls recall. Linie kommt nicht jetzt mal dazu. Jetzt wird es ein bisschen kritisch mit recall. Einfach die Kolosse runter traden. Das ist gerade sehr der Plan. Wenn das da hier oben engaged mit den Corruptern. Die scouten einmal drüber und opfern sich ein bisschen an den Cannons. Protoss bräuchte eigentlich dringend Anti, aber er hat ja keine. Er hat es, okay, er hat die Kolosse einfach quasi geopfert, um dann jetzt hier wieder auf Immortals und Disruptor zu gehen, damit die Corruptor keinen Nutzen mehr haben für den Zerg. Aber plus 1 Missile-Attacks kommt auch und ich sehe eigentlich gerade nicht mehr, wie der Protoss das noch managen will. Weil AlphaStar weicht hier auch nicht weg, er weiß genau, wo die Protoss-Armee steht. Ist auch cool, dass sich AlphaStar komplett darauf einstellt, von wo der Gegner kommt. Also quasi, er hat das Ding hier im Blick und entsprechend die Armee auch immer hier in Position. Also er versucht nicht plötzlich darüber zu wandern, weil er da was befürchten muss. Sondern okay, Darkmans und Disruptor-Kugeln, die schlagen auch nicht schlecht ein. Aber es ist einfach so viel Sorgenmasse, die sich jetzt hier durchquetscht an den Schildbatterien vorbei. Die Kolosse, die Immortals geben ihr Bestes. Aber ich sehe es nicht, wie der Protoss das halten will. Auch nicht mit Schildbatterien, die Corruptor jagen das Warp wissen, damit das die Einheit nicht mehr safen kann. Disruptor-Kugel kommt nochmal eine ordentliche, aber das ist einfach... Zu viel Zerg, dass sie hier reinquetschen. Einfach da kann easy mit 20 Roaches nachbauen. Wieder mal Larvenhaushalt. Ja, doch, es geht.
da nochmal ein paar gute Disruptor gucken. Dass die Disruptor machen nochmal einiges, aber es ist einfach eine Frage der Masse. Und die Masse hat der Protoss nicht. Und damit tatsächlich Alphastar gewinnt das Ding. Es dauert lange, hat die Ruhe weg. Sehr kurioses Game, aber das ist vom Protoss hier nicht mehr zu retten, weil hier fehlt er gleich eine komplette Mineral Line und natürlich auch seine Production, wie man sieht, wie Robus Erne bereits unpowered, da kommt nichts mehr raus. Das Ding ist durch und da ist es auch Master Player Wars defeated. Ich weiß gar nicht, ob sie den Chat, ich glaube, die haben den Chat auch rausgestrichen, für alle Fälle, für die Anonymisierung der Games. Und ja, gegen Protoss gewinnt Alphastar in einem richtig kuriosen Game, wo man auch gesehen hat, Cheese Defense läuft. Baut viele Queens. Mann, das Weiterwandern fand ich einfach so geil. So, ja, du Cannon Rushst meine Mainbase, okay, dann gehe ich halt an meine dritte und meine vierte und meine fünfte. Kümmert's mich? Sehr schön, sehr interessant zum Sehen. Hat sich da überhaupt keine Gedanken gemacht, das frühzeitig aufzuhalten. Einmal kurz den Versuch, die Probe zu snipen, aber das hat nicht funktioniert. Ansonsten einfach Ausweichtaktik, bis man eben dann noch genügend Mittel und Wege hatte, den Protoss klein zu kriegen. Versucht, die Drones am Leben zu halten. Sehr spannende Ansatzweise. Und ja, das heißt, wir haben jetzt noch ein ZVZ, das wir uns anschauen werden. Bis gleich. Natürlich ZVZ hier mit einer ganz anderen Matchup-Dynamik. Wir sind auf King's Cove auch schon. Wir haben schön unterschiedliche Maps für die unterschiedlichen Matchups. Und ja, wir sind bisher gemirrored. Wir haben die Edgegas Pool Opener. Etwas damit, ja, den Drones im Gas, 2 und dann 3. Also tatsächlich, das ist wirklich sehr gleichwertig. Von was der Mensch macht zu was die Maschine macht. Die Grundopener. Aber auf jeden Fall, wir haben schon so manche Eigenarten von Alphastar gesehen. Wir sehen noch dieses Mal auch, der Zerg ist ein Grandmaster-Spieler. Der ist auf jeden Fall in der GM angekommen. Mal sehen, was wir davon erwarten können. Generell Europa ist im Zerg, generell ZVZ, eigentlich schon ziemlich stark. So, wir sehen hier auf jeden Fall Queens bei beiden im Bau, Linge im Bau für den menschlichen Zerg. Alphastar hingegen. Ich bin gespannt, ob er das hier auch versucht. Also sein Expansionsverhalten und Drone-Verhalten im ZVP und ZVT war ja wirklich fleißig, sehr, sehr fleißig. Ballert ja Drones und Basen raus am laufenden Band. Mal gucken, ob er sich das im ZVZ auch traut. Wir sind tatsächlich einen sehr schnellen Roadshorn hier von Alphastar. Skippt komplett die Linge, baut eigentlich gerade nur Queens und geht dann sofort auf den Roadshorn. Dass er sich gar nicht erst auf ein Ling-Game hier einlassen. Sind auch hier, die Scout-Overlords wurden auf jeden Fall auch mit rausgeschickt, wenn auch nicht ganz so weit. Die Queens stehen wieder vorne auf eher Abfangkurs. Die paar Länge hier draußen. Und Speed Upgrade kommt da noch mit dazu. Wenn das der Zerg in Rot geht auf die dritte Basis und Banning Nest. Also der eine möchte Link Banning spielen. Und der andere sagt, nee, wir gehen bitte gleich Roaches. Die Länge kriegen jetzt hier den Scout. Können auch ein paar Drones snipen. Da wird mal. Oh, schön gesaved hier tatsächlich. Eine Drone ist gerade noch ins Gas gefahren, um sich zu retten. Hier die Drone nochmal mitfighten. Es stirbt eine Drone für die vier Länge. Und natürlich die ganze Wand an Scouting Info. Und auch hier wieder Creepspad auch in die Main, um alle Ecken auszuleuchten, damit man die Vision hat. Ich weiß gar nicht, wie Alphastar sich Creepspread vorstellt. Einfach so, überall wo eine Kante ist, setzt sich Creep. Weil man sieht, das ist immer so in einer ähnlichen Region. Und quasi immer, wenn hier offene Fläche ist und hier Creep ist, dann setze ich in diesem Grenzgebiet meinen Creep-Tumor. Egal wo das ist, ob es da eine bessere Planung dafür gibt. Immer schwierig, sowas nachzuvollziehen. Ja, wir sind Evolution-Schimmer bei beiden Spielen, aber eben das Link-Game beim einen, das Roach-Game beim anderen. Und Alphastar hat jetzt hier auch sein Roach-Round durch und geht sofort auf das Missile-Attacks-Upgrade. Und jetzt wird der Roachhorn nachgezogen. Aber tatsächlich, die dritte Basis ist hier am Start. Beim Zerg in Rot. Alphastar noch ohne eigene dritte Base. Sondern schickt einfach mal die paar Roaches raus. Und schickt die Queen auf die Jagd nach dem Overlord hier. Das könnte Alphastar aber jetzt kalt erwischen. Hat noch kein Speed Upgrade. Und generell nicht so viele Army Supply. Das wandert einfach mit drei random Roaches über die Karte. Also das ist interessante Wahl. Und wird dafür auch gleich nicht gleich bestraft. Denn die dritte wird das nicht überleben. Da kommt ein guter Running Man bei. Und der schnappt sich die Base, schnappt sich die Drone, rennt gleich weiter, die Roaches sind nicht da, die eine Queen ist auch out of position, es ist keine Wall an der Rampe, die Queens wissen gerade gar nicht wirklich, wo sie hin sollen. Und da kommt das Round, die Drones werden sofort mit reingezogen in den Fight, um hier mitzukämpfen, die Queens sind low, die Queen, eine geht down, aber auch die Linge werden hier nochmal ein ganzes Stück rausgenommen. Und wir sind bei 44 zu 35 in den Workern. Trotz allem, Alphastar's Economy ist zu diesem Zeitpunkt stärker, geht auch hier in den Leertech und droned einfach höher, also wirklich, es wird fleißig gedroned, auch hier 12 Drones. Beim Zerg in Rot, dritte Basis steht da allerdings, also das ist der Vorteil, den man hier unten hat. Und die Linge bewachen immer noch die dritte.
Tatsächlich, da kommt das Carapace-Upgrade. Also tatsächlich, der Säugenrot scheint das mit Lingen durchspielen zu wollen. Okay, jetzt kommen die Roaches, aber trotzdem das Carapace-Upgrade dafür. Die Linge wollen nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Aber man sieht auch, sofort sind die Drones am Fighten. Wir werden sofort mitten in den Fight gezogen, wenn hier Lingrombeis mit am Start sind. Da wird gar nicht lang gewartet. Es sterben trotzdem noch ein paar Drones. Es sind bei 45, 45 jetzt insgesamt. Und Alpha Star immer noch ohne Dritte unterwegs, sondern pumpt jetzt einfach Units, baut nochmal drei Overlords, hat uns ein Plus 1. Mal gucken, ob es einfach hier, ja, es scheint hier einfach einen vollen Roach-Push jetzt zu geben. Ja, quasi der Plan wurde geändert, nachdem die Dritte gesniped wurde. Keine Absicht mehr gerade hier nochmal zu expandieren, sondern einfach Roaches pumpen, Roaches pumpen, Roaches pumpen und damit angreifen. Mal sehen, wie viel Erfolg dieser Attack hat. Es sind einige Roaches unterwegs. Speed-Upgrade kommt es auch, aber das dauert noch. 48 zu 36 im Army Supply, da war ein Ravager gemorpht. Alpha Star ohne Ravagers, sondern bisher nur mit Roaches. So ein bisschen warten, bis alle zusammen sind. Da kommt auch Reinforcement, also ein bisschen Creep-Unterstützung aus der eigenen Base, aber nicht wirklich viel. Und jetzt geht der Fight los. Da geht es ums Micro. Die Roaches, oh, da wird gesplittet gegen die Cross of Files, aber trotzdem einiges wird bereits abgeräumt. Alpha Star hat hier nicht ganz genug. Wieder der Lingron bei hier, um zu sehen, kann ich da noch was machen? Wenn man sieht, hat die Dritte sowieso im Blick, sieht, dass da keine Dritte da ist. Es sind aber zumindest mal ein paar Roaches zu Hause. Und tatsächlich, ja, es reicht nicht. Die Linke ist jetzt hier auf der Jagd. Und jetzt hat einfach so ein großes Problem. Die Linke blocken hier den Rückzug seiner Roaches und kann damit nicht wirklich weg. Keilt sich dabei nach und nach doch, aber kommen mehr Linge. Das ist gerade eine richtig schwierige Situation für Alphastar. Beide haben kein Speed-Upgrade, aber eben, es wird gejagt durch die Linge, durch die Linge-Unterstützung. Die blocken wieder ein paar Roaches. Jetzt wird natürlich umgedreht mit dem neuen Reinforcement. Und trotz allem Alpha Star ist ein Supply vorne. Und das ist alles Army Supply und sogar auch ein paar Worker mehr. Also trotz der dritten Basis. Jetzt noch Makro Hedge für den Sorgen Rot. Ich glaube, Alpha Star einfach, ja, Larvenhaushalt ist, glaube ich, bei Alpha Star einfach grandios. Ich glaube, der Typ verfehlt nie einen Inject. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Und du weißt zumindest immer, wie viele Larven benötigt werden. Wobei, da die Queen sammelt jetzt Energie. Nein, da ist der Inject. Okay, verpasst wahrscheinlich sehr, sehr selten den Inject, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, wir haben es bei dem einen Match gegen den Terran gesehen, mit 80, 90 Larven unterwegs. Wieder mal der Lingron bei, aber spielt einfach sehr gegen Rainer. Das hat so einen Rainer-Geschmack mit so vielen Dingen, die hier überall reinrennen. Und auch immer wieder Schaden machen. Wieder werden die Drones direkt reingezogen. Die Drones fighten sich hier so gut durch die Linge durch. Das ist echt bemerkenswert. Aber die Queen wird hier fallen. Die Roaches haben nicht ganz die DPS, um das alles in den Griff zu kriegen. Trotzdem ist Alpha Star 30, 40 Supply vorne. Und das immer noch auf 2-Base, also und jetzt dann gleich mit dem +2-Missile-Attacks-Upgrade, das wird für den Zerg in Rot doch durchaus gefährlich. Speed-Upgrade ist nämlich drauf und das +2 ebenfalls gleich. Das könnte wehtun, aber es sind einige Ravager, einige Länge. Jetzt kommt es an. Natürlich bei Alpha Star ist nicht alles an Army-Supply hier, sondern kämpft nur noch mit einem Teil der Army, kaltet sich hier mal rein. Und ja, tatsächlich jetzt gegen die Linge. Der Fluchtweg ist wieder mal ein bisschen verspart. Die Linge blocken da ziemlich gut, aber es wird nach hinten gesplittet. Close of Files landen teilweise und jetzt sind zwei Trüppchen. Aber jetzt kann tatsächlich Alpha Star die Schere zu. Man versucht seinen Gegner die Mangel zu nehmen, denn jetzt kommt da der Surround auf die gesamte Ravager Army. Die versuchen sich jetzt hier da durchzukämpfen, aber Alpha Star einfach mit viel, viel mehr Supply prügelt sich da Stück für Stück durch mit den besseren Upgrades hier auch mit +2 Missile Attacks gegen +1 Carapace und da rennt Alpha Star einfach drüber. Ja, die Sache funktioniert. Die dritte Basis einmal gecancelt bekommen und danach prompt einfach ein 2-Base Roach All-In durchgeballert und das funktioniert hier für Alpha Star. Krass. Einfach nur mit sehr, sehr guter Run-By-Defense. Die Drones sofort am Fighten, steht immer ein bisschen was mit dabei, das auch sofort mitfightet. Und ja, der Rest war einfach starkes Makro. Sehr, sehr starkes Makro. Und ja, man sieht auch Effektivität. 7500 zu 3600. Aber gut, da ist jetzt der letzte Fight nochmal. Wie war das vor dem letzten großen Engagement? Würde mich jetzt kurz interessieren. 2400. Da war es ziemlich gleich auf. Oder recht nah beieinander. 10 Drones verloren, 10 Roaches. Aber dafür 90 Linge geopfert. Ich denke, dass am Ende einfach auch sehr viel Larvenhaushalt, was der rote Sir Probleme hatte. Dadurch, dass es sehr Link-Heavy gespielt hat, waren nicht so viele Larven da. Man sieht auch Doppel-Queen hier für die Inchecks, eben die Makro-Edge, die mitgespielt wurde. Und das hat Schwierigkeiten. Und die dritte Basis, gut, da ist die Queen gerade gestorben. Und ich denke, Alpha Star einfach da mit besseren Makrozyklen hat sich da eine größere Roach-Army zusammengebaut. Und auch die Economy von ihm war eigentlich durchgehend stark. Das ist das Krasse. Den kannst du ein paar Drones killen und er hat halt trotzdem noch eine richtig gute Anzahl und baut auch direkt Drones nach. Also Alpha Star hat wirklich schon ein paar sehr, sehr starke Ansätze. Ich meine, ist nicht unbesiegbar, das haben wir auch gesehen. Gibt auf jeden Fall auch Fälle, wo man nicht sicher ist, wie Alpha Star drauf reagiert. Und generell von Rating her ist Alpha Star um die 6000 MMR momentan. Also diese Final-Version. Ich bin mir nicht sicher, wie Final die tatsächlich ist. Ob da DeepMind nochmal eine Version drauflegt, die dann wirklich sagt, okay, für mich ist regelmäßig Server zu schlagen auch kein Problem mehr. Ich meine, mit den ganzen mechanischen Limitierungen, na klar, gibt es immer Sachen,
bin ich mir nicht mehr sicher, ob AlphaStar auch absolut unbezwingbar ist, einfach durch, weil man eben auf die mechanische Komponente Rücksicht nehmen muss. Aber das gilt's abzuwarten. Auf jeden Fall, das war das Zerg Showcase. Waren sehr, sehr gute Matches mit dabei. Sehr spannende Matches. War sehr schön, das zu sehen, wie AlphaStar an die Matches rangeht. Und ja, wir machen als nächstes weiter mit der Terran-Version von AlphaStar Final. Und mal gucken, wie da die Replays so sind. Und dann kommt noch Protoss und dann eventuell sogar noch weitere AlphaStar-Casts. Aber das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, das ganze Zeug, das Paper und der Blogpost werde ich verlinken in der Videobeschreibung, damit ihr euch das anschauen könnt. Da mal durchgraben könnt. Da sind sehr, sehr coole Sachen mit drin. Ist sehr interessant zum Sehen. Das erledige ich für mich. Jetzt on the fly das alles aufzuarbeiten, ist ein bisschen too much. Daher verlinke ich es einfach und ihr könnt euch das selber nachschauen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.